Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf der Omega in der Quarantänestation oder Abteilung und wir suchen den Professor und ja, hier an der Stelle können wir noch speichern, nachdem wir das jetzt einige Male versucht haben, hier irgendwie mit dem ganzen Mob hier klarzukommen, werden wir das jetzt mal anders versuchen. Wir haben 3 Punkte zu verteilen. Wir wollen einmal auf Überlastung Rang erwerben. Dann wollen wir auf Verbrennung Rang erwerben und auf Mech-Kraft. Können wir nicht mehr. Waren das schon 3 Punkte? Da habe ich jetzt nicht mitgezählt. Okay. Und waren das 3 Punkte? Na gut, dann die Mech-Kraft kommt ein andermal. Achso, wir wollten ja speichern noch schnell. Jetzt müssen wir das jedes Mal nochmal auswählen. Zeit zu sterben. Verdammt! Schön! So muss es sein! Na, ich trau dem nicht, was ihr da so sagt. Ihr könnt noch so oft schön sagen, aber so schön ist das alles nicht. Ja, das ist nicht einfach. Das ist auch wieder die Sache, man ist zu verwöhnt von der Folge zuvor. Von dem ersten Teil, da war man ja schon sehr hoch geskillt und... Sie haben uns gesehen. Und die Kugel bleibt hier oben, oder? Ich hab sie! Ah, das dauert ja ewig, bis sie da unten ist. Einmal war sie doch sofort da unten. Nee, jetzt fliegt sie hier bei uns los. Naja, so hätte ich mir das ja auch gedacht. Wir sind aufgeflogen. Ach, wenn die hier losfliegt. Bis die da ist, ist die schon 10-mal kaputt. Und ihr habt aufgehört, jetzt irgendwas zu machen. Ah, ich verstehe.
Nee, die fliegt nur noch von hier oben los. Na gut. Und weg ist sie. Bevor sie ankommt, ist sie schon wieder, hat sich aufgelöst. Ich hab sie! Ja, aber so. Das gibt ja nichts. Alles klar. Oh nein. Sie sollte oben bleiben eigentlich. Jetzt kommt's. Positioniere mich! Ach, wieso er denn jetzt? Start. Geh in Deckung! Wir wurden entdeckt. Oh, der. Aufpassen! Angreifer kommt! Was ist denn hinter mir schon wieder? Gute Reise! Na, wie haben wir das denn jetzt geschafft? Wir wurden entdeckt. Ach, das sind noch so viele. Wir haben gleich keine Munition mehr, also. Gesehen. Wie sieht's bei euch eigentlich mit Munition aus, frage ich mich.
Habt ihr noch was, oder war es das auch bald? Komm hier rüber! Also die Waffen scheinen überhaupt nicht zu bringen in diesem Level. Wir müssen bessere Waffen haben. Da können wir auch besser mit Wasserpistolen hier schießen. Wir sind aufgeflogen. Na, was war das denn jetzt? Das war ja wohl nichts. Na, damit treffen wir ihn ja noch manchmal, aber es bringt ja auch überhaupt nichts. Ja, ach, da wird einem ja übel bei. Das geht doch gar nicht. Natürlich! Yeah! Ah, da sind immer noch vier Gegner. Ohne Munition, schwer zu schaffen. Unten liegt Munition, aber... Bestätige! Tut mir leid, was soll ich sagen? Wir können gar nichts mehr machen im Moment, ohne Munition. Komm hier rüber! Vorsicht! Feindangriff! Drei nur noch. Jetzt kommt's! Ach, noch so einer. Ja, und wir ohne Munition. Ganz schön. Schieße jetzt! Ach was. Das war aber mehr Glück als Verstand, oder? Einer nur noch, naja. Zwei. Ach, du bist hier oben? Nicht schlecht.
Na, da werden wir aber ein paar Waffen bekommen da unten, oder? Ich frage mich, ob man hier vielleicht mal abspeichern kann, denn nochmal möchte ich das ehrlich gesagt nicht alles machen. Also das reicht jetzt. Ich habe genug davon. Nach 5 Stunden hier an dieser Stelle. Ja, also man muss mehr diese Biotikfähigkeiten einsetzen. Das haben wir ja im ersten Teil überhaupt nicht gehabt, weil wir ja als Techniker eben ja, solche Fähigkeiten nicht hatten oder nicht wussten, wie wir die auswählen können. Von daher, jetzt können wir unsere Sonde schicken. Das ist schon mal, das habe ich schon mal drauf, so einigermaßen. Auch, dass das Aufladen dann nicht allzu lange dauert. Aber so viel scheint sie dann auch nicht ausrichten zu können. Da, sie ist kaum da unten schon, löst sie sich auf und ja, es sind nur mal 2 Gegner, aber wir sind zu dritt. Aber ich habe keine Munition zum Beispiel mehr. Ich fürchte, wenn wir jetzt runtergehen hier, wir haben 2 Kroganer jetzt besiegt. Also ich fürchte, wenn ich da runterlaufe, um Munition einzusammeln, dann war es um uns, ist es um uns schon sofort wieder geschehen. Aber irgendwie ohne Munition geht es ja nicht weiter hier. Ja, die haben gar keine Munition gehabt hier. Au, au, au. Nein, renn doch weg, renn doch. Was machst denn du? Ach, ey, die Steuerung ist auch sowas von fürchterlich. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Ich würde gerne wieder nach oben. So muss es sein. Einer weniger, oder? Ja, ihr habt einen erwischt. Hurra! Sie haben uns gesehen. Los geht's! Die Blue Suns haben einen Großteil ihres Reviers aufgegeben. Das ist nicht gut für sie. Wir haben es geschafft. Oh, oh, ich gleich knallen die Korken. Ich glaube es ja kaum. Ja, okay, es ist schon eine etwas schwierigere Stufe auch, aber dennoch muss es ja irgendwo schaffbar zu sein. Und hier, wie gesagt, 5 Stunden an einer Stelle. Das habe ich jetzt nicht alles auf... Also das habe ich schon alles aufgezeichnet, aber wer will sich das Drama 5 Stunden lang ansehen, wie ich alle 5 Minuten sterbe? Den Kroganer, als wir den Kroganer oben zum ersten Mal besiegt haben. Das war, glaube ich, jetzt in dieser Folge. Da wusste ich, das könnte klappen. Aber dann kam ja noch ein zweiter. Element Zero erhalten. Keine Munition hier. Auch keine Stimpaks. Stimpaks, ich meine Medikits. Medigel heißen die ja hier. Medigel. Aha. Viel tragen können wir dann auch nicht. Leider voll alles.
zuerst da? Ach was, menschlicher Plünderer. Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden, sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es, hier liegt nur Müll rum, ist ja schlimmer als das Letzte. Wer sind Sie? Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Turianer getötet? Was, der Typ da auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Oh, ich mag keine Plünderer. Die Toten bestehlen, das ist ziemlich niederträchtig. Wozu die Aufregung? Die werden nichts davon vermissen. Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sich's die Watcher oder die Blue Suns. Besser wir als die, oder nicht? Hören Sie damit auf. Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen Sie uns erschießen? Nein, aber jemand anders. Diese Seuche wird nicht ewig dauern. Wenn die Blue Suns zurückkommen, wird es sie nicht freuen, dass sie ihr Revier plündern. Naja, vielleicht finden sie es ja nicht raus. Schließlich gibt es keine Zeugen, die es ihnen stecken könnten. Sind der Kram von einem toten Turianer und ein paar Credits das Risiko denn wirklich wert? Wir wollten nur ein bisschen schnelle Kohle machen, aber so wie Sie es darstellen, war es wohl doch keine gute Idee. Wir haben sowieso kaum was Wertvolles gefunden. Vermutlich haben Sie recht. Es ist die Mühe nicht wert. Und ich suche jemanden. Kennen Sie einen Salarianer namens Mordin Solus? Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Was wissen Sie über die Seuche? Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Weiß nicht, hat vor einer Woche oder so angefangen. Die Aliens sind an allen Ecken umgekippt, dann wurde der Bezirk unter Quarantäne gestellt. Es war klar, dass wir für uns selbst sorgen müssen. Also haben wir ein paar Apartments durchstöbert und mitgenommen, was wir tragen konnten. Es schien uns eine gute Idee zu sein. Wir haben wohl nicht gründlich genug darüber nachgedacht. Aber was ist mit dem Watcher? Was wissen Sie über die Watcher? Die Blue Suns haben sie immer in Schach gehalten. Aber seit so viele Suns krank wurden, arbeiten die Watcher daran, den Bezirk zu übernehmen. Keine Ahnung, wer am Ende die Oberhand behält. Wir jedenfalls halten uns aus der Nummer raus. Mordin? Erzählen Sie mir alles, was Sie über Mordin Solus wissen. Der Typ ist verrückt. Er verbindet dir umsonst eine Schusswunde, aber wenn du ein paar Schmerztabletten abgreifen willst, tritt er dir in den Arsch und wirft dich raus. Mal ehrlich, Mann. Das war doch zu erwarten. Er ist mehr als ein Arzt. Kein Arzt erledigt so souverän eine ganze Einheit der Blue Suns. Ich weiß nur eins. Wenn Sie in seine Klinik gehen, sollten Sie besser keinen Ärger machen. Blue Suns? Die Blue Suns kontrollieren diesen Bezirk, richtig? Das haben sie, bevor die Seuche die Hälfte von ihnen ausradiert hat. Jetzt dauert es wohl nicht mehr lange, bis die Watcher ihnen den Rest geben. Mir tut's irgendwie leid, dass sie untergehen. Die Blue Suns haben den Bezirk mit harter Hand geführt, aber meistens war wenigstens Ruhe. Na, dann auf Wiedersehen. Wir müssen gehen. Natürlich. Wir bleiben nur eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Keine Sorge, sie haben sich klar genug ausgedrückt. Wir werden nichts stehlen. Alle Ziele eliminiert! Schrei doch nicht so. Wer ist sie, Miranda? So, Kaffee gibt's da nicht mehr, okay. Ja, die Plünderer haben sich hier schon alles unter den Nagel gerissen, denke ich mal, oder? Eine bessere Waffe wäre schön. Ihr haltet ja immer noch an euren Waffen fest. Keine Waffe, nix. Nun gut, wir haben hier mehrfach alles durchsucht. Eure Anzüge klappern ganz schön. Ja, dann gucken wir mal, ob wir, wenn wir zurückgehen, noch irgendwie was vergessen haben, oder? Die Tür ist zu, okay, ich verstehe. Ist vielleicht oben noch irgendwas, was wir übersehen haben? Okay, es ist natürlich möglich, durch unseren Schwierigkeitsgrad, auf den wir spielen, dass uns daher jetzt, dass wir wirklich so gut wie gar nichts finden an guten Sachen oder besseren Waffen oder so. Das kann natürlich sein.
Aber nachdem wir die jetzt erwischt haben, dürfte es doch hier eigentlich relativ einfach und ruhig zugehen. Da dürfte doch jetzt nicht mehr viel kommen. Na, rüberspringen geht nicht so. Die Tür müssen wir öffnen. Ob dahinter wieder welche lauern? Ah, Klinik. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Wege hier. Klinikwache. Cool. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs anlegen. Nein. Heute nicht. Wir hatten schon genug Action. Erledigt. Tja, und ich denke, bevor wir da reingehen, machen wir hier einen Schnitt. Man weiß ja nie, wie lange das da drin dauert. Es ist ein bisschen kurz heute, aber dafür haben wir es ja auch geschafft, hier zur Klinik zu kommen. Dann brauchen wir noch ein schönes Bild von der Klinik. Das ist die Klinik, liebe Welt da draußen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.